Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film-Review von mir. Und zwar ist es der Zauberer von Oz oder wie sie heißt, Il Mago di Oz. Ne? Also wieder mal ein italienischer Disc in meinen Händen. Ich bestelle ziemlich häufig, ehrlich gesagt, bei Amazon Italien, weil meistens haben die Sachen deutschen Ton und sind einfach um einiges günstiger. Also einige der Discs kriegst du da zum halben Preis. Also inklusive Versand bis nach Deutschland. Und ja, mein Gott, mir ist das ehrlich gesagt egal, ob da auf dem Cover was Italienisches steht. Ja, ein Klassiker aus dem Jahre 1939. Ich bin mit der Geschichte aufgewachsen als Kind, als klassische Gute-Nacht-Geschichte, die mir vorgelesen wurde. Allerdings muss ich dazu sagen, kenne ich die russische Version, also der Zauberer der Smaragdenstadt, die ja mehr oder weniger fast dieselbe Geschichte ist. Also ein paar Sachen sind verändert worden. Das ist das Original, ja. Also die amerikanische Version ist sozusagen das Original, auf die Geschichte, auf dem dieser Film beruht. Ja, und dann gibt es halt, wie gesagt, nochmal ein russischer Autor, Alexander Volkov, hat sich dem angenommen und hat das Ganze nochmal neu geschrieben. Weswegen auch immer, keine Ahnung, vielleicht hat er gesagt, die Geschichte ist super, aber ein paar Sachen würde ich anders machen. Und nun ja, wie auch immer, jedenfalls, damit bin ich groß geworden. Aber ich kenne halt auch diesen Film, der natürlich jetzt nicht die komplette Geschichte darstellt, ist ein bisschen geraffter alles. Aber worum geht's? Es geht um Dorothy, das ist sie hier. Die mit ihrem kleinen Hund Toto, das ist der da, in Kansas lebt und bei ihrer Tante und ihrem Onkel und drei Helfern auf der Farm, so wie das damals so üblich war, so drei Junggesellen, die dann irgendwie den ganzen Tag auf der Farm rumhängen und natürlich herzensgute Männer sind und sowas. Und ja, da gibt es die böse Nachbarin, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt im Moment, die irgendwie diesen Hund nicht mag, beziehungsweise der Hund mag auch sie nicht und sie dann halt sozusagen erwirkt, dass, also nicht den Hund erwirkt, sondern erwirkt, dass sie ihr den Hund geben sollen, weil sie halt meint, der ist eine Gefahr für alle. Und ja, aber der Hund kann fliehen und dann kommt und Dorothy ist erst total traurig und dann freut sie sich, dass der Hund wieder da ist. Und dann gibt es halt irgendwie einen Sturm, um das Ganze jetzt mal ein bisschen abzukürzen. Und beziehungsweise Dorothy will abhauen, merkt aber, da kommt ein Sturm, geht wieder schnell nach Hause. Die anderen haben sich einen Schutzkeller versteckt und sie kommt da nicht mehr rein, kann sich jetzt nur noch im Haus verstecken. Und dieses Haus wird halt von diesem Tornado erfasst und hochgewirbelt und landet dann im zauberhaften Land Oz, was sie durchqueren muss, um zum Zauberer von Oz zu kommen. Das ist sozusagen so der Herrscher über das Land und der hätte halt die Chance, sie wieder zurückzuschicken, wo sie ja eigentlich auch wieder hin möchte. Und auf diesem Weg lernt sie halt so verschiedene Figuren kennen, Weggefährten. Da ist einmal hier die Vogelscheuche. Und der hat, und alle haben immer einen Wunsch, und diese Vogelscheuche hat eben den Wunsch, die möchte Verstand haben, um irgendwie ja, ein guter Mensch sozusagen zu sein. Dann ist so dieser Zinnmann, der meint, er hat kein Herz und er möchte unbedingt ein Herz haben, um was zu fühlen. Und dann ist der Löwe, der halt entgegengesetzt zu dem, was man ja von einem Löwen behauptet, ängstlich ist und er möchte halt Mut haben. Und dann sagen sie, okay, gut, wir alle drei haben, oder wir alle vier haben halt irgendeinen Wunsch und vielleicht kann der Zauber uns allen helfen, also gehen wir zusammen, denn als Gruppe ist man ja stärker und so. Dann gibt es noch die böse Hexe und. Also ich glaube, die Geschichte ist ja vielen schon irgendwo bekannt. Der Film ist, das muss man dazu sagen, wer ihn tatsächlich noch nicht kennen sollte, ist ein Musical. Das heißt, 5 Minuten lang wird geredet, 5 Minuten lang wird gesungen. Oder besser gesagt, 5 Minuten lang wird vielleicht geredet und 10 Minuten lang wird gesungen. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wer da nicht so einen Zugang hat. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich persönlich nicht so ein Musical-Fan bin, weil ich es einfach, muss ich tatsächlich so mal formulieren, es unnatürlich finde, dass Leute einfach so einen Gesang ausbrechen. Das macht ja kein Mensch. Und wenn, ist es sehr komisch und nicht irgendwie schön. Aber okay, gut. Es passt natürlich gut hier zu diesem ganzen Tenor dieses Films, in diesem zauberhaften Land, so, dass dann auch
logischerweise dann mehr gesungen wird als gesprochen. Und das Tolle an diesem Film ist, was man noch dazu sagen muss, er fängt an nicht in Schwarz-Weiß, eher in so einer Art Sepia-Ton. Also alles, was in Kansas spielt, ist in so einem Sepia-Ton gehalten. Ne, wie diese alten Fotografien, die man so kennt. Und sobald sie im zauberhaften Land ist, ist alles in absolut knallbunten Farben. Und das ist echt, an der Stelle, wo dieser Wechsel kommt, sieht das echt cool aus, weil sie halt aus ihrer Hütte so rausgeht, sie so die Tür aufmacht und dann plötzlich, also während sie in der Hütte ist, ist alles noch halt so Sepia-Farben und in dem Moment, wo die Tür aufgeht, hast du halt hinten, das alles steht in den knallbuntesten Farben, die es überhaupt gibt. Also da hat sich irgendein Bühnenbildner richtig ausgetobt und für jedes, keine Ahnung was, immer eine andere Farbe genommen. Also da wollte man richtig zeigen, was möglich ist. Das war wahrscheinlich 1939 ja noch nicht so verbreitet, Farbfilm. Deswegen wollte man einfach mal ordentlich auf die Kacke hauen und sagen, guckt mal, was möglich ist. So. Genau. Ja, die Geschichte ist sehr, sehr schön. Ne? Sollte man vielleicht, wenn man es als erwachsener Mensch noch nicht gesehen hat, sich nicht alleine angucken, sondern vielleicht lieber so mit Kindern oder zumindest jüngeren, Kinder. Weil ich glaube, die sind dann noch so ein bisschen unvorbelastet und die haben auch noch nicht ganz so Probleme, so wie ich zum Beispiel mit dem Konzept des Musicals. Und wirkt das, glaube ich, besser, als wenn man sich jetzt hinsetzt, oh Gott, jetzt singen die schon wieder. Zumal ja viele Lieder auch mehrmals gesungen werden. Was ich auch noch interessant fand, ich habe den sehr lange nicht mehr gesehen, als ich ihn jetzt gesehen habe, ist mir erst wieder bewusst geworden, welchen Einfluss dieser Film wahrscheinlich oder zumindest auch die Geschichte so auf die Popkultur hat, dass man sehr oft heutzutage Referenzen, die man, glaube ich, gar nicht so wahrnimmt, dass sie einfach hierauf zurückgehen. Zum Beispiel dieses, dass eine Hexe schmilzt, wenn man sie mit Wasser übergießt oder sowas. Na, also das ist, ich möchte meinen, das kommt tatsächlich erst hier raus. Und in manchen Filmen wird das gerne verarscht. Da bezieht sich es eigentlich immer hier drauf. Ja, und es sind auch noch andere Sachen, aber das jetzt alles aufzuzählen wäre zu viel. Zumal manche Sachen ja auch etwas sehr einfach sind. Also das sind einfach so kleinere Anspielungen, aber sie beruhen halt immer irgendwie hier drauf. Ja, sehr schön. Es gibt vor ein paar Jahren, 2012 rum oder so, gab es so eine Art Vorgeschichte namens Oz, gedreht von Sam Raimi, meiner Meinung nach, mit James Franco in der Hauptrolle, die eben zeigt, wie dieser Zauberer von Oz sozusagen überhaupt erst hingekommen ist, weil im Film stellt sich halt raus, dass es auch ein Mensch ist, der in dieses Land gekommen ist, der aber Wissenschaft nutzte, um sich sozusagen als Zauberer da zu etablieren. Also er kann nicht wirklich zaubern, sondern er ist einfach jemand, der wissenschaftlich ein bisschen was drauf hat und damit eben die Leute da beeindrucken konnte und alle denken, oh, er ist ein Zauberer. Und der ist auch sehr schön. Ja, ist eigentlich nett gemacht. Er ist jetzt, soweit ich weiß, kein Musical. Ich habe ihn einmal gesehen, aber ich wüsste nicht, dass da viel gesungen wurde oder überhaupt gesungen wurde. Ist sehr nett, wenn man den so dazu sieht, weil Sam Raimi, glaube ich, auch so ein bisschen versucht hat, so halbwegs in diesem Stil dieses Originalfilms zu bleiben. Also er hat nicht zu sehr alles neu gemacht. Und das ist schon eigentlich ganz, ganz cool. Ja, mehr gibt's dazu erstmal nicht zu sagen. Ja, dann wär's das schon gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in ein paar Tagen und bis dahin bleibt mir immer nur zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.